Hi, mein Name ist Roman und ich bin Ingenieur für Leistungselektronik. Wenn du alles über Schaltnetzteile lernen willst, dann bist du hier richtig. Hier lernst du alle Grundlagen der Schaltnetzteile, Theorie vom Allerfeinsten, Erklärung und Herleitung von der Pike auf. Dieses Format findest du nirgendwo anders im Internet und auch in keinem Lehrbuch, sondern nur bei mir, deinem Elektronik-Tutor. Ich zeige dir alles von den Grundlagen über professionelle Schaltungsentwicklung, Auslegung und Berechnung bis hin zum Erstellen des eigenen Platinenlayouts, Aufbau und Inbetriebnahme und Simulation deiner eigenen Schaltung, Messung, EMV und vieles mehr. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das bei jedem Schaltnetzteil zum Einsatz kommt, der Pulsweitenmodulation oder kurz abgekürzt PWM. Auch das Grundprinzip des ersten Schaltregler, den ihr im nächsten Video kennenlernt, beruht auf PWM. Also bei PWM wird im Prinzip eine Spannungsquelle, eine Spannung mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet. Und dadurch entsteht ein Pulsmuster hier an diesem Nutzwiderstand. Und je nachdem, wie breit die Pulsweite ist, damit lässt sich im Prinzip der Durchschnittswert oder der Mittelwert der Spannung am Nutzwiderstand einstellen. Das ist einfach nur der Grundgedanke dahinter. Jetzt haben wir natürlich einige Beschreibungswerte der PWM, und zwar die Frequenz, also wie oft ich den Schalter ein- und ausschalte, die Periodendauer, das schauen wir uns gleich näher an den Diagrammen an. Oder der Kehrwert ist davon die Schaltfrequenz 1 durch FS. Das ist im Prinzip ein Kennwert von der PWM. Ein zweiter Kennwert ist die Pulsweite oder der Ansteuergrad, also wie breit der Puls ist oder das Tastverhältnis, VT manchmal genannt oder Duty Cycle im Englischen. Das ist im Prinzip ein Prozentsatz, wie lange der Schalter von der Periodendauer, also von einer ganzen Periodendauer eingeschaltet ist und wird dann auch als Quotient der Einschaltzeit durch die Periodendauer dargestellt. Wir können das, wenn wir jetzt hier für TS diese Gleichung einsetzen, kommen wir auf diese Form. Das ist halt einfach nochmal eine andere Darstellung. Also T1 mal FS ist genau das Gleiche, oder ist die Einschaltzeit oder der Präzentsatz, wie gesagt, wie lange der Schalter ein ist von der Periodendauer. So, hier sehen wir jetzt mal das PWM-Muster, was hier zum Beispiel an dem Widerstand durch dieses Ein- und Ausschalten ankommen würde. Also hier überall, wo 15 Volt ist, ist der Schalter eingeschaltet und der Rest der Periode wäre halt ausgeschaltet. Und das wiederholt sich dann. Also das wäre hier eine Periodendauer bis 20 Mikrosekunden, was übrigens der Kehrwert davon ist 50 Kilohertz. Das ist auch die Frequenz, wo viele Schaltnetzteile mit betrieben werden. Und dann wiederholt sich hier im Prinzip der Zyklus bis hier ist die zweite Periode zu Ende, hier die dritte und hier die vierte. Und hier wäre der Ansteuergrad ATS, was im Prinzip hier auch der Pulsbreite entspricht. Hier steht eigentlich überall das Gleiche nochmal in einer anderen Form. Also das ist T1 ATS, also Prozentsatz mal Periodendauer ergibt die Einschaltzeit. A durch FS, da kommt man im Prinzip auch hin, indem man diese Formeln hier umstellt. Oder hier im speziellen Falle ist der Schalter wirklich 75% der Periodendauer eingeschaltet. Hier ist auch nochmal überall das Gleiche angeschrieben. Es ist einfach nochmal zu zeigen, welche Darstellungsformen es gibt und die ich eventuell in späteren Videos verwenden werde. Also das war die Periodenbreite TS, also das ist die Periodendauer, ist 1 durch FS, das steht im Prinzip hier. Hier im Klartext in diesem Beispiel 20 Mikrosekunden und das halt die Periodendauer. Und die Höhe des PWM-Signals ist im Prinzip die Spannungsquellenhöhe, ist die Amplitude. So, wir können das Ganze auch normiert darstellen. Bitte keine Angst vor der normierten Darstellung. Im Prinzip ist das nur eine andere Darstellungsform. Im Prinzip auf dieser Zeitachse, auf der Abszisse, wird jeder Wert durch die Periodendauer geteilt und dadurch kriegen wir einfach Prozentwerte. Im Prinzip wäre hier dann 50% der Periodendauer zu Ende und hier ist 100%.
Und hier wäre 200%, weil da die zweite Periode zu Ende ist. Das Schöne an der normierten Darstellung ist, dass wir hier dann im Prinzip direkt den Einschaltgrad bekommen. Und die Breite wäre auch dann im Prinzip der Ansteuergrad oder Einschaltgrad, kann man auch sagen. Und hier ist es halt dann die Breite 75 genau und oder hier nochmal die Breite A oder 0,75 kann ich auch zu 75% sagen. So kann ich aber auch die Amplitude normieren, also die Spannung. Ich werde dann alle Werte auf der Spannungsachse oder Ordinate, also U durch den Maximalwert von U, also eigentlich quasi die Eingangsspannung durch UA teilen und hier hätte ich dann 100% der Eingangsspannung. Wir haben ja jetzt keine Zwischenwerte, außer wenn wir den Mittelwert nachher ausrechnen. So, und das ist eigentlich schon alles für die Darstellung. Hier nochmal zum Vergleich die nicht normierte Form und hier die normierte Darstellung. So, ihr fragt euch bestimmt, wie die PWM-Erzeugung im Detail jetzt abläuft. Das erkläre ich euch jetzt. Also wir brauchen zunächst ein Trägersignal. Meist ist das ein Sägezahnträger, der im Prinzip einer Spannung entspricht in einer elektronischen Schaltung. Oder es kann auch in einem Controller sein, ein Zählerwert, der im Prinzip von 0 bis 100% läuft und 100% kann man halt dann definieren bei einer Spannung beim Operationsverstärker, wenn das zum Beispiel von 0 bis 100% 5 Volt und in einem Controller kann das im Prinzip sein von 0 bis 4 mal 11. Und dieser Sägezahnträger entspricht im Prinzip einem Zeitsignal, das in jeder Periode linear von 0 bis zur Periodendauer ansteigt. Also im Prinzip ist das hier wie eine Eieruhr, die hier einmal gestartet wird und dann hier abläuft und dann bei der neuen Periode wi wieder zurückgesetzt wird und neu gestartet wird. Und der Wert auf der Y-Achse dieses Sägezahnsignals entspricht im Prinzip einem Zeitwert. Also wo im Prinzip hier die Hälfte vom Sägezahn ist, ist 50% der Periodendauer abgelaufen. Bei 75% auf der Y-Achse ist 75% der Periodendauer abgelaufen und bei 100% ist im Prinzip die Periodendauer erreicht. Und die PWM wird jetzt im Prinzip erzeugt, indem man das Signal, was man in PWM umwandeln möchte, mit diesem Sägezahnträger im Prinzip mit diesem Zeitsignal vergleicht. Und das funktioniert einfach so. Überall, wo das Signal größer ist als der Träger, das ist überall hier an den grünen Stellen der Fall, kommt für die PWM eine 1 raus, also am Ausgang ein Signal 100%. Und überall, wo das Signal kleiner ist als der Träger, kommt eine 0 raus. Das war eigentlich schon alles, wie man die PWM erzeugt. So, jetzt können wir noch den Mittelwert des Ausgangssignals der PWM berechnen und beziehungsweise kann ich das erklären, wie das funktioniert. Also hier haben wir wieder unseren Träger und unser Signal und das ist das im Prinzip, was durch den Vergleich des Trägers mit dem Signal herauskommt. Und wenn wir jetzt einen Ansteuergrad von 0,5 bzw. 50% haben, können wir beweisen, dass im Prinzip der Mittelwert des Ausgangssignals auch 50% ist. Wie wird das gemacht? Wir brechen im Prinzip einfach diese Fläche vom Ansteuergrad hier im Beispiel A 0,5 und die Fläche des Rechtecks wäre einfach die Breite des Rechtecks mal die Höhe. Das ist einfach es ist A mal 100% oder A mal 1, also die Fläche wäre A oder hier in diesem Beispiel 0,5 und um den Mittelwert zu berechnen, muss ich im Prinzip diese Fläche der Spannung auf die ganze Periode aufteilen. Also wenn ich irgendwas aufteile, muss ich durch was teilen und das durch die Periodendauer. Und hier, Gott sei Dank, bei der normierten Fläche ist die Periodendauer 1. Also a geteilt durch 1 ergibt wieder a. Und dann erhalten wir im Prinzip auch die Höhe a. Also das wäre im Prinzip die Höhe. Also ich habe das Rechteck hier einfach aufgeteilt. Und das könnte man auch so darstellen, indem ich kann ja hier diesen Teil abschneiden und der passt hier genau rein.
Und so könnt ihr halt sehen, dass im Prinzip der Mittelwert der PWM, also wenn man den jetzt dann da rausfiltern würde, zum Beispiel durch einen nachgeschalteten Tiefpass, käme dann halt bei 50% an Steuergrad genau 50% am Mittelwertfilter heraus. Hier zeige ich euch, dass es egal ist, ob man für den Träger jetzt ein Dreiecksignal oder ein Sägezahnsignal verwendet. Oft wird nämlich bei Wechselrichtern ein dreiecksförmiger Träger verwendet. Also wir haben jetzt als Trägersignal ein dreiecksförmiges Signal, das hat genau die gleiche Amplitude, also hier ist sowieso normiert auf 100% und die Periodendauer bzw. die Frequenz ist das gleiche. Hier nochmal zum Vergleich wäre der Sägezahnträger. Und die PWM-Erzeugung funktioniert im Prinzip genauso. Überall da, wo das Eingangssignal größer ist als der Träger, hier ist das größer als der Träger, kommt eine 1 heraus. Das ist überall in den grünen Stellen der Fall. Also gleiches Vorgehen wie beim Sägezahnträger. Und überall da, wo das Eingangssignal kleiner ist als der Träger, also hier an den Kappen, kommt eine Null heraus. Und es ist, glaube ich, leicht einzusehen, aber wenn man jetzt eben den Sägezahnträger gesehen hat, sieht man, dass der Sägezahnträger im Prinzip die halbe Steigung hat und der Dreiecksträger die doppelte Steigung. Also es ist doppelt so steil. Er muss ja im Prinzip in der halbe der Periodendauer auf 100% laufen und dann wieder runter. Aber er tritt zweimal auf. Und deswegen, ja, deswegen wird das Signal im Prinzip, das Einschaltsignal im Prinzip in einer Periode halbiert, weil hier ist die Hälfte und hier ist die Hälfte. Aber es ist im Prinzip das gleiche PWM kommt raus. Also die Quintessenz ist, das Ergebnis ist gleiche. Gut, es ist nicht ganz gleich. Das PWM-Signal ist um 0,25, also um eine Viertelperiode nach rechts verschoben im Vergleich zum Sägezahnträger. Und es liegt damit symmetrisch zur Trägerperiode. Und das ist bezüglich harmonische teilweise besser in einigen Anwendungen. Aber das jetzt weiter auszuführen, das würde halt hier den Rahmen sprengen. Im Folgenden zeige ich euch jetzt eine PSPICE oder LTSPICE-Simulation, in dem wir im Prinzip nochmal das gerade gezeigte beweisen. Ihr werdet sehen, wie ich ein PWM-Signal in LTSPICE mit einem Sägezahnträger erzeuge, beziehungsweise mit einem Dreiecksträger, dass das Ausgangssignal dann gleich ist, beziehungsweise halt dann nur um diese Viertelperiode verschoben, dass der Mittelwert des Ausgangssignals dem Einsteuergrad entspricht und dass ich auch im Prinzip das Eingangssignal verändern kann und dadurch sich auch der Mittelwert des Ausgangssignals verändert und wie schön man dann die Spannung steuern kann damit. PWM-Simulation in SPICE. Hier habe ich ein Blatt für die Simulation der Generierung eines PWM-Signals in LTSPICE vorbereitet. Hierbei verwende ich einen Komparator. Dieser Komparator ist ein schneller Komparator, hier mit 4,5 Nanosekunden Anstiegszeit und es ist ein Rail-to-Rail-Typ, das bedeutet, dass das Ausgangssignal bis fast an seine Versorgungsspannung heranreicht. Also bis zum Beispiel, wenn er mit 5 Volt versorgt wird, bis an 5 Volt heran und auch wenn die negative Versorgung 0 Volt ist, auch bis an 0 Volt fast heran. Zur Versorgung habe ich aber eine etwas höhere Spannung als 5 Volt gewählt, und zwar 0,2 Volt höher, damit ich nachher bei der Simulation ein Ausgangssignal von 5 Volt heraus bekomme, denn selbst der Rail-to-Rail-Komparator schafft es nicht ganz, bis an seine Versorgungsspannung heranzureichen. Das gleiche habe ich für die negative Spannung auch gemacht, sodass der negative Versorgungseingang 0,2 Volt weniger als der Ground bekommt. Am
Negativ im Eingang haben wir wieder ein Trägersignal, das ist ein Sägezahn in diesem Falle, und am positiven Eingang des Komparators liegt das Signal an, welches in eine PWM-Signal umgewandelt werden soll. Das Ausgangssignal heißt in diesem Falle PWM1. Jetzt lasse ich die Simulation laufen und wir kriegen hier auch eben, wie in der Theorie besprochen, überall dort, wo das Eingangssignal größer als der Träger ist, die maximale Versorgungsspannung von dem Komparator etwa raus 5 Volt. Und dort, wo das Eingangssignal kleiner ist als der Träger, erhalten wir eine 0 am Ausgang, beziehungsweise 0 Volt. So, der Träger ist hier erzeugt worden. Wie man sieht, ist die minimale Spannung des Trägers 0 und die maximale 5 Volt, wie auch die Versorgungsspannung. Die Periodendauer habe ich mit 10 Mikrosekunden gewählt, das entspricht 100 Kilohertz. Die Anstiegszeit des Sägezahns ist ungefähr die ganze Periodendauer, also 99%, und 1% lasse ich für den Rücklauf. Also der Träger hat 0,1 Mikrosekunden Zeit, um zurückzulaufen, wie das ungefähr auch in der Realität wäre. Als Eingangssignal liegt im Moment 2,5 Volt an. Das ist die Hälfte von der Maximalspannung des Trägers. Und wie wir sehen, ist der Ansteuergrad in Zeit, oder die Einschaltzeit ist 5 Mikrosekunden. Und der Ansteuergrad würde sich errechnen, 5 Mikrosekunden durch die Periodendauer sind 50%. Wenn ich jetzt auf das Ausgangssignal mit der Maus gehe und die Steuerungstaste bzw. Kontrolltaste drücke und mit einem linken Mausklick mache, erhalte ich hier den Mittelwert des PWM-Signals, hier Waveform PWM1, und wir sehen, die ist ungefähr die Hälfte der maximalen Ausgangsspannung. Also auch wie eben in der Theorie besprochen, ist das Ausgangssignal der Ansteuergrad mal der maximalen Spannung des PWM-Signals. Des Weiteren haben wir jetzt hier im Prinzip eine absolute Form. Also hier stehen alles absolute Spannungen. Man könnte auch hier eine Normierung vornehmen. Und zwar, wenn ich sage, ich normiere das alles auf 5 Volt, das ist im Prinzip die maximale Ausgangsspannung des PWM-Signals, beziehungsweise auch der Maximalwert des Trägers. So, das PWM-Signal wird auch auf 5 Volt normiert. Und der Träger auch. Jetzt sehen wir, das Ausgangssignal wechselt zwischen ungefähr 100%, 1 ist 100% und 0%. Der Träger steigt von 0% auf 100% an und das Eingangssignal ist 50%, was dem Ansteuergrad entspricht. Wenn ich jetzt ein Eingangssignal von 1 Volt eingebe, dann erhalte ich einen Ansteuergrad von 1/5, was 20% entspricht. Jetzt baue ich die PWM-Signalerzeugung mit einem dreiecksförmigen Träger auf. Gehe ich zunächst hin, schiebe die Säge, Zahn, Träger, PWM-Erzeugung nach oben, kopiere das mit Steuerung C, nenne das Ausgangssignal, nenne ich PWM2, das Eingangssignal heißt jetzt Tri für Triangle und das Trägersignal. Das Eingangssignal lasse ich gleich. Den Sägezahnträger, ups, das war nicht vorgesehen, verschiebe ich nach oben. Kopiere mir einmal die Quelle, nenne den Abbruch genauso und mache
jetzt einen dreieckförmigen Träger. Das bedeutet, die Anstiegszeit, Rise Time 5 Mikrosekunden und Fall Time, Abfallzeit 5 Mikrosekunden. Und ich hätte genau jetzt die gleiche Trägerfrequenz von 1 durch 10 Mikrosekunden, also 100 kHz. So, jetzt lasse ich die Simulation laufen. So, und wir sehen PWM2. Ich gehe nochmal auf die absolute Darstellung. Er gibt vom PWM-Signal das gleiche, jedoch ist das Signal um 5 Mikrosekunden verschoben. Und das liegt halt daran, dass der Träger anders aufgebaut ist. Aber wir erhalten sowohl für PWM1 als Ausgangssignal ungefähr 1 Volt in diesem Falle und PWM2 auch ungefähr 1 Volt. So sieht nochmal die dreiecksförmige Trägererzeugung aus. Und für das Ergebnis des PWM-Signals ist es also egal, ob ich einen Sägezahnträger, Entschuldigung, hier muss natürlich das dreieckige Signal hin, nicht das Sägezahnsignal, für PWM2. Also für Ergebnis für das PWM-Signal, also für den Mittelwert und das Aussehen, bis auf die Verschiebung, kommt das gleiche Signal raus, egal ob ich jetzt einen Sägezahn oder einen dreieckförmigen Träger nehme. Übrigens könnte ich auch ein zeitlich veränderliches Ansteuersignal verwenden. Dann gehe ich einfach hier auf die Eingangssignalquelle und drücke auf Advanced. Wähle zum Beispiel ein sinusförmiges Signal aus. Es muss natürlich einen Offset haben. Also es muss auf jeden Fall immer größer als 0 Volt sein. Und ich nehme jetzt auch mal eine Amplitude, ja, sagen wir mal auch von 2,5 Volt. Also der Sinus würde dann von 0 Volt bis nach 5 Volt reichen. Und wir verändern den Sinus mit 50 Hertz und den Rest lassen wir mal. So, schiebe ich das mal hier hoch, damit man das besser sehen kann. Jetzt im Simulations-Command simulieren wir mal. Okay. Eine Periode des Eingangssignals bei 50 Hertz, 20 Millisekunden. Man sieht, wenn man hier reinzoomt, dass sich das PWM-Signal mit dem Eingang verändert. Aber er muss jetzt doch was rechnen. Hier ist der Sinus fast auf Maximum. Den Träger mal wegnehmen. Vielleicht sieht man dann ein bisschen mehr. Ich schalte das mal an. Dann werden wir jetzt einen Träger, der etwas langsamer ist. Und zwar 10-mal langsamer. Also er braucht überall 10-mal mehr Zeit. Dann sieht man es vielleicht was deutlicher. Ja, hier sieht man es deutlicher. Das PWM-Signal reicht fast an 100% Ansteuergrad heran hier oben. Wird dann immer kleiner vom Ansteuergrad.
bis zur Hälfte 50-50 hier. Und der Ansteigegrad wird dort immer kleiner. So kann man ein sinusförmiges Signal in ein PWM-Muster unterteilen. Hier geht er sogar bis auf 0% Ansteuergrad an. Also ein bisschen Unterschied ist hier auch zwischen Maximalwert und Minimalwert des Sinus im PWM-Muster. Das müsste nämlich genau, wenn ich hier alles umdrehe, überall wo eine 0, eine 1 hinmache oder überall wo 0 Volt 5 Volt und wo 5 Volt 0 Volt, müsste es das Muster geben. Aber es nicht ganz, aber das liegt an realen Eigenschaften des Komparators. So, das war's auch schon mit dem Video über PWM und deren Erzeugung. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, stellt mir eine Frage, kein Problem. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, so werdet ihr mit Sicherheit zum Experten in puncto Schaltnetzteile. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Elektronik-Tutor Roman.